Klaus. Also erstmal über mich ein bisschen. Ich habe mit UC 1991 angefangen. Da habe ich 10 Jahre lang als Unternehmensberater gearbeitet mit ganz verschiedenen Unternehmen in Lateinamerika. Ich habe da eine Firma aufgebaut. Alle Typen von Firmen und alle Größen. Ne? Von kleinen Unternehmen, Startups bis auf Colgate Palmolive, da haben wir viel gemacht. Dann wurde das ein bisschen langweilig und dann hatte der Eli Goldratt mich gebeten, ob wir nicht eine Firma bauen wollen. Und da haben wir Goldratt Marketing gegründet. Das war in den Jahr 2000. Ja, 2000 habe ich einige Jahre schon hinter mich mit Goldratt Marketing. Da fangen wir mit einem Produkt an. Und Videos, vielleicht haben Sie schon darüber gehört, die Goldratt Satellite Program Videos. Ja, und jetzt haben wir über 800, 900 verschiedene Produkte, die wir weltweit verkaufen in Goldratt Marketing. Und ich bin auch helfe ganz gerne und arbeite mit Wisdom und ja, darum bin ich auch hier. Ich lebe in Deutschland, ich wohne in Deutschland, in Berlin. Also eigentlich sollte ich das Ganze ganz gut auf Deutsch sagen. Naja, das ist möglich. So, hier drücke ich für euch. Klaus. Es ist das stärkste Instrument zum Verständnis von Problemen, Konflikten, Dilemma und zur Entwicklung einer Lösung. Ich glaube, das sagt nicht das Ganze. Alles, was Sie über TOC hören, kommt ursprünglich von einer Cloud. Cloud ist das Instrument, es ist das Werkzeug, was uns erlaubt, wirklich Sachen zu entwickeln und überdenken. Und darum finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir immer zurück zu der Basis kommen. Wir hören sehr schön vieles über TOC. Und das Ursprung ist ja natürlich, dass Eli Goldratt wollte ja zeigen, dass wir hier schaffen, alles zu entwickeln. Es muss nicht von jemand kommen, der sagt, und das sind die Regeln und die Rezepte, die wir implementieren müssen, sondern eigentlich können wir das Ganze von alleine entwickeln. Also fangen wir dann, mein Ziel heute ist, dass Sie zurück nach Hause kommen mit etwas, was Sie am täglichen Leben wirklich benutzen können und sagen, das ist ein Teil von TOC. Vielleicht hoffe ich es nicht, oder vielleicht doch. Wir werden es mal sehen. Annahmen hinter einer Cloud, hinter diesem Werkzeug, ist, dass jedes Mal, wenn es eine Aktion oder Wörter oder jemand etwas sagt, da liegt immer eine Absicht dahinter. Und wenn wir es schaffen, das zu verstehen, dann können wir natürlich damit ganz schön vieles erreichen. Wir müssen uns immer fragen, wofür machen wir das oder warum sagt er das? Was wollen wir denn schaffen? Es ist genauso, wenn jemand zu uns kommt mit einer Idee oder mit einem Problem. Es gibt immer dahinter etwas, was nicht klar beschrieben wird. Es sollte natürlich unser Job sein, das erstmal zu verstehen. Was will denn diese Person von mir? Mit einem Wort, bewusst oder unbewusst, versuchen wir zu verstehen, was die Absicht dieser Worte, Aktion sein könnte. Und das ist die große Basis für eine Cloud. Natürlich für uns, von unserer Seite, müssen wir, weil wir denken darüber, oder wir wollen wissen, tut mir das gut? Ist das gut für mich, ist diese Idee? Wenn ich dieses Problem löse, was bringt das mir? Ich weiß nicht, wie viele von euch schon die Clouds kennen. Ich weiß einige hier, die schon die kennen. Aber nur um sicher zu sein, gehen wir, hier dürfen wir sehen,
widersetzt. So, das ist die Basisstruktur der Cloud, das sind fünf Boxen. Ja, wie gesagt, sind Konflikte oder Probleme oder Dilemmas, wo es zwei Alternativen gibt, in general. Auf einer Seite ist eine der beiden Alternativen und auf der anderen Seite ist die andere der beiden Alternativen. Wir hatten das schon festgestellt, es gibt immer etwas dahinter, warum, wozu, wofür, um was zu erreichen. Also beide Alternativen sind da und beide wollen was erreichen natürlich. Und hier fängt es an, wo wir dieses Verständnis rausziehen müssen. Was soll die erste Alternative erreichen? Das ist eigentlich ein Bedürfnis, das mit dieser Aktion befriedigt werden soll. Und es ist genau das gleiche bei C. Und beide Bedürfnisse sind so wichtig, sind genauso wichtig. So, man kann nicht sagen, eine ist wichtiger als die andere. Sonst würden wir nicht in einem Dilemma sein. Konflikt würde nicht existieren. Dann würden wir uns gleich auf ein Bedürfnis und das andere würden wir dann wegschmeißen. Und natürlich, beide Bedürfnisse sind da, weil wir ein Ziel haben. Wir wollen was erreichen. Es ist dieses gemeinsame Ziel, das beide Bedürfnisse erreichen. Das ist die Basisstruktur. Es ist jetzt sehr interessant, wenn, auch wenn es eine Basisstruktur gibt, die Art und Weise, wie man die Cloud baut, ist sehr verschieden, hängt davon ab, was für einen Konflikt oder Situation wir analysieren wollen oder darstellen wollen. Nur um sicher zu sein, eine Cloud beim Aufstellen der Wolke ist es absolut notwendig, dass D das Bedürfnis von C und D prima Strich das Bedürfnis von B gefährdet. Wenn ich hier drücke, kommt dann hier nicht. Wo? Hier. Wenn dieses hier nicht gefährdet, dann hätte ich mir keine Cloud. Es hieß dann, wenn ich das hier mache, kann ich dann beide mal schaffen, oder? Und es ist genauso andersrum. Das hier muss dieses hier gefährden. Darum muss ich entscheiden, welche Seite möchte ich oder muss ich nehmen. Und ich möchte beide Seiten haben, aber ich kann beide Seiten nicht haben. Es sind zwei Alternativen, die nicht zusammen existieren können. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn D das Bedürfnis C und D' das Bedürfnis B gefährden, wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir keine Wolke. Wir haben fünf schöne Felder. Ja, mit fünf schönen Pfeilen. Nicht vergessen, denn wir werden gleich anfangen, jeder wird eine Wolke bauen natürlich. Das ist die einzige Art und Weise, wie man das wirklich versteht. Ja, tut mir leid, wir müssen arbeiten. So, verstehen wir ein bisschen mehr über die Wolke, was dahinter steckt. Warum gibt es denn einen Konflikt? Im Gegensatz, warum glauben wir, dass D und D' notwendige Voraussetzungen sind für B und C? Diese Einstellung ist extrem wichtig. Das ist auch eine Annahme dahinter. Denn das ist die Einstellung, die uns erlaubt, eine Lösung zu finden. Eine echte Lösung zu finden. Wir müssen unser Fokus verändern. Und warum gibt es denn einen Konflikt? Zu wie können wir die Bedürfnisse B und C erfüllen? Warum ist das denn so wichtig? Ganz einfach. Im Startpunkt ist, ich weiß nicht, welche ich nehmen wollte. Ich möchte beide und ich kann es nicht. Ja? Das ist genau so, so fängt es an. Und wenn wir da bleiben, wenn wir
es nicht schaffen, da rauszukommen. In dem Moment, wo wir sagen, Moment, ich möchte doch die beiden haben, denn ich möchte beide Bedürfnisse erfüllen, plötzlich kann sich die Alternativen vervielfachen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Hinter einer Cloud gibt es Annahmen. Beim Fokussieren auf die Erfüllung der Bedürfnisse B und C finden wir einen Lösungssatz, für uns heißt das Intention, der den Konflikt beseitigt. Das heißt, in dem Moment, wo wir eine Wolke analysieren und die Annahmen hinter der Wolke verstehen, haben wir dann die Möglichkeit, etwas zu finden, was nicht unbedingt mit D oder D' zu tun hat, aber das definitiv B und C erfüllt. Und das ist eine Lösung. Darum heißt das Injektion. Wir injektieren etwas in unsere Realität, was uns erlaubt, B und C zu erfüllen. Und natürlich, die Annahmen sind das zentrale Element der Wolke. Denn die Annahmen sind der Weg, die uns erlauben, diese Injektion zu finden. Extrem theoretisch, oder? Da hört sich gut an. So, Schritt für Schritt. Ich hatte schon gesagt, auch wenn die Wolke eine Basisstruktur hat, die Wolke wird in verschiedenen Aspekten, Situationen benutzt und die wird in verschiedenen Arten aufgebaut. Das heißt, das Erste ist, wir müssen das Problem identifizieren. Ich bin in einer bestimmten Situation, möchte aber in einer anderen sein. Ganz klar. Wir müssen diese Situation uns vorstellen. Man stellt die Problematik in einer Wolke dar. Und dann kann man dann die Lösung entwickeln. Ich decke die Annahmen auf, zweifle sie an und finde Lösungssätze, also die Induktion. So einfach geht das. Schauen wir uns die Phasen nun detaillierter an. Ich möchte das eine, aber ich muss das andere tun. Ich fühle mich gezwungen. Die Wolkenart, die dazu passt, heißt innerer Konflikt, Dilemma. Es gibt eine andere Situation. Also hier, ich bin gegen mich. Ich habe zwei Alternativen, ich muss entscheiden, ich weiß nicht, was ich machen muss. Darum heißt das innere Konflikt. Aber hier, ich will dies, der andere möchte das andere. Ganz anders. Es ist jetzt nicht ich gegen mich, es ist ich gegen jemand anders oder jemand anders gegen mich. Da haben wir zwei Typen, die eigentlich genauso sind. Ist dieses typische Day-to-Day-Konflikt. Stellen Sie sich vor, Sales und Produktion. Ja? Täglich gibt es da. Ja? Oder wo die Interessenkonflikt gibt. Die Organisation möchte das, ich möchte das. Also es sind immer zwei Teile, also zwei Parteien. Dann gibt es dieses mehr generische Konflikt, wo die gegenwärtige Performance-Kennzahl entsprechen nicht die Erwartungen. Was machen wir da? Also, wir sollten viel mehr verkaufen, aber wir verkaufen nicht so viel. Da müssen wir was tun. Das ist die typische Problematik. Und dafür haben wir, was wir in TOC UDE nennen, auf Deutsch würde das sein, unerwünschtes Effekt oder Auswirkung. Ja. In diesem Fall baut man nicht nur eine Wolke, man baut mehrere Wolken, die dann zu einer konsolidierten Wolke bringt. Und
Die vierte Art ist, ich muss meine Arbeit immer wieder unterbrechen, um mein Problem zu lösen. Das heißt, das typische Feuer, Feuer löschen. Ja. Und logisch ist dann die Feuerkette dahinter. Und nehmen wir eine erstmal Schritt für Schritt. Ich möchte gerne mit der Feuerwolke, da fehlt ein L, Feuerwolke anfangen. Wie schon gesagt, jede von diesen Wolken wird sehr anders aufgebaut. Ja, man kann sagen, es ist egal. Jemand, der schon sehr experimentiert ist mit Wolken, kann das schaffen. Aber wenn wir diesem Prozess so folgen, ist es viel einfacher für Leute, das zu verstehen. Darum sagen wir, machen wir es am einfachsten Weg für jede Wolke. Und hier können Sie schon erkennen, dass es ein bisschen anders als so, wie die Basisstruktur aufgebaut worden ist, wie man die aufbaut. Und wir fangen eigentlich mit B an in diesem Fall. Und wir fragen uns einfach, so, vergessen wir nicht, wir sind in einer Feuersituation. Das heißt, ich werde immer wieder unterbrochen, denn immer wieder kommt ein Mitarbeiter, immer wieder sagt er, ja, ich muss hier eine Entscheidung treffen, ich muss dieses machen und ich kann es nicht. Welches Bedürfnis des Unternehmens wird durch das Feuer beeinträchtigt? Das ist die erste Frage, die ich beantworte. Wenn ich das antworten kann, ist das B. Als nächstes ist, welche Regel verhindert, dass der Mitarbeiter das Feuer löschen kann? Der kommt zu mir, weil er eine Regel folgen muss. Sonst würde er nicht zu mir kommen, um zu fragen, können wir das anders machen? Könnte er diese Regel einhalten, würde er nicht zu mir kommen. Ja? Also da muss etwas gehen dahinter. Diese sind eigentlich die zwei großen Kenntnisse, die wir alle haben. Ja, wir wissen, also wir wissen, was das Bedürfnis des Unternehmens ist und die Regel, das dahinter steckt. Jemand hat es gut aufgeschrieben oder nicht. Es ist ein Konflikt. Warum kommt der? Damit er verletzt die Unternehmenswelt. Da muss etwas geben. Es gibt eine Aktion, die der machen muss und das verletzt die Regel. Und darum kann ich die nicht machen, sonst würde er nicht zu mir kommen. Und dann ist ganz einfach, dieses Bedürfnis zu beschreiben, welches Bedürfnis des Unternehmens wird durch die Regel geschützt. Und natürlich am Ende das gesamte gemeinsame Ziel der beiden Bedürfnisse. So. Das ist nochmal sehr theoretisch. Und die einzige Art und Weise, wie wir das verstehen können, ist mit einem Beispiel. Und dafür möchte ich gerne Herrn Elie Wollrath fragen, dass er das uns erklärt und ein Beispiel gibt. Das einzige kleine Problem ist, es ist auf Englisch, es ist nicht auf Deutsch. Keiner hat ein Problem damit. Wir werden ein kurzes Video sehen von Herrn Wollrath, wo er genau dieses zeigt. Thomas, Hilfe! Ich hoffe, das Klang ist gut genug oder nicht. Wir werden mal sehen. The account manager of his client
is unreachable for the last 3 days. I cannot find him. And today is the last minute that we can ship. Now what do? Typical fine. Usually what we do, okay, we try to find the account manager or whatever, but we don't use this incident in order to find what is a misalignment that exists all the time, concrete misalignment, between the authority and responsibility of the person in charge of the shipping dock, and remove it once and for all. And if we don't do it, whenever that realities clash with these misalignments, we get him coming to us, and coming to us, and coming to us, and then we feel very important. But this person is not about. How do we find now, on this particular story, the misalignment? Okay? I will show you the generic process. I will demonstrate it on this specific story. Let's have the cloud. Everybody remember the diagram of the cloud? The common objective, the two leads, the two prerequisites that are in direct conflict to each other. How do we construct it for this case? Let's first of all start by filling this box. And in order to fill this box, the question that we have to answer is, what need of the system is jeopardized by the fire? In our case, if we don't do a thing, and because of it, the shipment will not be going today, what need, a generic need of our system, of our company, will be jeopardized? The answer is obvious. The answer in this case is the client's order fulfilled on time. If we don't do a thing about it, a client order will not be fulfilled on time. He was waiting already for the last minute to catch the account manager and couldn't find it. This is a need of the systems that is going to be jeopardized. Which means, in the cloud, the need of the system, one of the two needs, is client's order fulfilled on time. Now, what you do is you answer a question that will enable you to fill up D prime. And the question is, what rule prevents the lieutenant from putting out the fire? What rule of the organization? And I don't care if this rule is written anywhere, okay? But it's still a rule nevertheless. What rule prevents the lieutenant from putting out the fire himself without asking anybody? In our case, of our example, the rule is only the account manager calls the client, nobody else. Do you know about such rules? There are many companies with such a rule. This is what you write at D prime. But this is now the situation. Now what you do, you fill up D. How do you fill D? You write, the lieutenant breaks the rule. And then you check whether or not, if he will break the rule, will the need be satisfied? Let me demonstrate it in this case. What does it mean here, the lieutenant breaks the rule? The meaning here is, the lieutenant calls the client. Of course, if by that broke the rule. Remember what was the rule? The rule was only account manager. Now, you put in the cloud and you ask yourself, if the lieutenant calls the client, will then the orders be fulfilled on time? Will this order go on time? Yes, fine. This is an internal check. Now, and only now, you go to fill C. And C is filled by answering the question, what need of the system is protected by the rule? The rule is not idiotic. This rule, out of blue, only account manager calls the car. It's not idiotic at all. It was placed in the organization not to protect a need, a different need. What need does it protect? One contact point for the client. We don't want, the three different people will talk with the client, each one will tell him something else, the client will become confused, he will blame us for that. We have done a good job, continuity. Exactly. Okay? Do you understand it?
You know what happens when 7 different people in the company talks with a client. It's a recipe for disaster. Fill it up and see. Now, this is the situation. Now examine carefully the 2 needs. Both of them are very important. Both of them are very legitimate. One need is client order fulfilled on time. Legitimate need. The other one is one contact point for the client. Legitimate need as well. Ask yourself what to put here. How? Answer the question. What is the lowest objective of the 2 needs? What do you mean by lowest objective? Don't write here the common objective is our company is prosperous. Yes, it's correct as well. What is the lowest? Customer orders fulfilled on time. One point of contact to the client. What is the common objective for these 2 needs? And the answer in this case is quite obvious. Good client service. You want to give good client service? You must fulfill the orders on time. You must give continuity or one contact point to the client. Put it in the cloud. Now we have the cloud. My suggestion is, let's find the correction together with the lieutenant. Together, not alone. And let me show you how this is done. You take the cloud that you wrote. Tomorrow, find some time, you call this lieutenant back and you say, remember you came to me and asked me about where to ship this shipment? Let's look on what happened there. The common, you start here with the last things that you wrote on the cloud. In other words, the sequence in which you write is not the same sequence in which you communicate. Almost it's the opposite. You start with the objective and you say, what we want in our company is good client service. What is the reaction of the lieutenant? Fine. He heard it 700 times. Mother of the apple pie. Leave me alone. Fine. Management talk. But then continue on. And continue clockwise. In other words, you say, in order to have good client service, it's obvious that we must have clients ordered fulfilled on time. Now the lieutenant is not so much aloofed. Why? Why is it now you grab his attention? Because it's his responsibility. You've reached his part of the puzzle. So he's not so aloof anymore. He's now on guard. And then you say, yesterday you came with this problem. If you wanted the client's order will be fulfilled on time, and now go to D and say, you should have called the client. What is the unavoidable reaction? What? Of course, but. In other words, what does he say? He says D prime. He's the one who brings it. Only the account manager is allowed to call. Stupid. Am I right? He's part of building. And remember, he does not argue anymore about the conflict. What is amazing is the fact that even though the lieutenant always knows the rule that prevents him, very rarely he knows why the rule exists. He looks on it as a stupidity of the system designed to make his life miserable. You are the one who will have now to complete the cloud and says, look, this rule is not just from nothing. In order to have good client service, we also have to have one contact point for the client. And in order to have that, that's why the rule is here. You think that the lieutenant will accept it pleasurably? No. He still hates the rule drastically. That's the rule that makes his life miserable. That's the rule that really kills his empowerment. That's the rule that he hates. Where is all the focus now of the conversation? It's here, in this connection. If the rule makes sense or not. In other words, the whole attention is now, in order to have one contact point for the client, we must have the rule of only
account manager calls the client. He fights you on that, which means what do you have to do? You have to defend it. Correct? What's the meaning of defending it? You have to say, in order for one contact point for the client, only account manager calls the client because you are the one who have to give the because. That's the meaning of defending it. In other words, whether or not you want it, what will come out from your mouth is, are the assumptions underlying this cloud. For example, in our case, it will be because otherwise the client will get different promises from different people. Okay? What happens when you are saying the assumptions? Do you think that the client 100% buy them? No. What he will show you is that in his case, it's different. In other words, he is challenging the assumptions. And when he challenges the assumptions, he will say, for example, what he will promise to the client? I want to promise something to the client. I'm going to say to the client anything. I'm going to ask the client. I'm just going to ask him something. What do you mean promises? Hello, he's right. And then, from that, you can conclude something. As long as you don't say to the client anything, but just ask him, maybe he's allowed to call. Hello, are you with me? Yes or no? Of course. So, you have a point? Let me check, because I have to check with whom? With the account manager. Because if the account manager now is not part of the loop, you have a perceived conflict on the other side. But when you're coming now back to this person, after a day or two, and say, listen, I've checked already with the account manager, we decided to accept your idea. Do you think that you will get a grievance on a job change? No, it was his idea. Is it understood, yes or no? Es hat sich bewiesen, dieser Stil von Ellie, ne? Nur Ellie, hat sich bewiesen, dass wenn wir wirklich dieses Werkzeug im Unternehmen benutzen, die Kultur, die sich da entwickelt, ist eine, wo die Leute jetzt kommen und anstatt nur über die dummen Regeln zu sprechen, die behindern, Sachen zu machen, dass sie mit Ideen kommen und Lösungen finden. Das heißt, die Verantwortung und die Autorität, die werden, dieses Mismatch gibt es nicht mehr. Naja, das ist mit der Feuerwolke, das ist ein Typ der Wolke. Sprechen wir jetzt über dieses innere Konfliktdilemma, den wir alle immer haben. Also jeder von euch hat mehrere innere Konflikte, Entscheidungen, die man treffen muss. Wie Sie sehen könnten, die Reihenfolge ist wieder anders. Wir fangen mit der Aktion oder die Sache, wo wir uns gezwungen fühlen, dass wir das machen müssen. Und gehen dann auf die andere Seite und ich würde lieber, und dann schreiben wir da genau das, wo wir das, was wir bevorzugen, ich würde lieber dieses andere machen, aber ich muss das andere machen. Da bin ich schon in einem Konflikt, in einem Dilemma. Und dann ist ganz einfach, dann folgen wir dieser Reihenfolge und antworten die beiden Bedürfnisse. Was möchte ich damit erreichen und was möchte ich damit erreichen? Und dann am Ende die beiden. Ja? Ich würde gerne, dass wir jetzt sowas machen zusammen. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Winterferien. Ach, die Kinder wollen gerne Skilaufen gehen. Ich würde doch gerne zum Strand.
Konsequenz. Ich muss, Familie, ich möchte gerne lieber. Warum zum Strand? Wofür? Ich erhole mich am besten im Sand. Ja, das könnte eins sein. In meinem Fall würde sein, weg von der Kälte. Ach, du willst nicht an die Nordsee los. Denn ich könnte. Einstopp, ich hole auf Mexiko. Skilaufen. Schnee genießen. Die Zeit. Heißt das nicht da Familienfrieden? Also wenn ich jetzt Skifahren gehe, dann mache ich das nur des lieben Friedens in der Familie. Ja, ja, aber die Frage ist, welches Bedürfnis, ich bin davor geführt, könnte auch sein. Ich habe kein Problem damit. Ne? Ich denke aber, das verstehe ich jetzt nicht, weil weg von der Kälte ist doch nicht gleich Schnee, das ist doch ein Widerspruch. Und ich denke, der würde lieber zum Strand, weil er weg von der Kälte will. Und dann kann er aber nicht Schnee genießen. Genau. Also wenn ich Ski gehe, dann kann ich mich weg von der Kälte. Das war das eines von den Bedürfnissen, die ich erfüllen muss. Ne? D muss im Gegensatz, also kann das hier nicht erlauben. Und im Gegenteil ist genauso. Wenn ich zum Strand gehe, werde ich nie, ich schaffe es nicht, den Schnee zu genießen. Aber ich will nicht. Aber das sind zwei ganz verschiedene Bedürfnisse. Aber ich will noch gar nicht Schnee genießen. Ja, hatte ich gesagt, in meinem Fall ja, warum nicht? Verstehe ich nicht. Warum? Ja, weil die Alternative war doch jetzt, ich möchte eigentlich zum Strand und weg von der Kälte. Dann kann ich aber nicht gleichzeitig sagen, meine Alternative ist Ski und Schnee genießen. Ja, ich denke auch, genau. Besser? Das passt. Besser. Das ist ganz wichtig. Ja. Das ist ganz wichtig. Bis wir nicht einverstanden sind, es muss ja Sinn machen, nicht? Es ist ja nicht nur, dass wir da etwas schreiben. Was ist unser Ziel, gemeinsames Ziel? Schön Urlaub. Urlaub. Ja. Mit der Familie. Ja. Sonst wäre es kein Lieder. Sonst geht jeder auf die Berge nach. Hört sich logisch an? Pfeilspitze zu, muss Pfeilende. Um einen schönen Urlaub mit der Familie zu haben, muss die Familie Schnee genießen. Um Familie Schnee genießen zu können, müssen wir Skilaufen gehen. Ne? Schönen Urlaub mit der Familie, um schönen Urlaub mit der Familie zu haben, muss ich weg von der Kälte. Und weg von der Kälte muss ich zum Strand. Ja, ungefähr. Okay? Nehmen Sie ein Stück Papier und schreiben Sie bitte Ihre Worte. Ach so, nur ein Check. Immer. D muss das Bedürfnis C gefährden. Haben wir schon festgestellt. Und hier auch. Immer. Wenn das nicht so ist, dann haben wir nur 5 schöne Sätze. Schreiben Sie eine Wort. Ein Innenkonflikt. Entscheidung, die Sie treffen müssen. Eigentlich ist das Gegenteil.
weil ich dieses Ziel habe, bin ich in einem Konflikt. Würde mir total egal sein, ob ich mit der Familie bin oder nicht, dann würde ich sagen, ach, ihr geht Skilaufen, ich gehe zum Strand. Aber dann erreichen wir dieses Ziel nicht. Das ist auch eine Eigenschaft der Wolke eigentlich. Nur weil wir dieses Ziel haben, haben wir einen Konflikt. Aber wenn es so ein innerer Konflikt ist, dann ist es schwierig zu sagen, was ist gezwungen und was ist bevorzugt. Ich bin ja im Konflikt. Ja, das ist stimmt. Ja. Aber es ist immer, da hat man immer eine Alternative, das ist genau was ich, aber ich muss. Ansonsten ist es ja ein äußerer Konflikt. Ja, innerer Konflikt heißt es ein Konflikt, wo ich mit mir selbst. Zwar eine Tagung, aber ich muss auch noch etwas anderes erledigen. Ja, die Arbeit, was mache ich denn? Zur Tagung oder ich würde gerne zur Tagung, das hört sich interessant an. Ja, aber ich muss das erledigen. Ich muss heute Abend nach Hause. Abends fahren. Ich würde lieber im Hotel bleiben und morgen früh fahren. Nein. Und Abend hat zu meiner Frau gesagt, wir haben Gäste. Ich würde aber auch gerne machen. Oder? Dann ist das richtig. Ja. Sache mit der Zeit immer, ne? Ganz wichtig, checken Sie bitte, dass das, was Sie geschrieben haben, sich logisch anhört. Sie sehen schon, es ist nicht so einfach, wenn man das am ersten Mal dann macht. Aber ich verspreche es Ihnen, nach dreimal geht das ruckzuck. Das einzige Problem ist, man muss es machen. Man muss es aufschreiben. So, checken Sie bitte die Wolke, die Sie geschrieben haben. Es muss da ein klarer Konflikt sein. Zwei Bedürfnisse, die wirklich Bedürfnisse sind und eigentlich nicht im Gegensatz sitzen. Und ein Ziel. Und dann lesen Sie. Um dieses Ziel zu schaffen, muss ich dieses haben. Um dieses Bedürfnis zu haben, muss ich diese Aktion nehmen. Und genauso.
als letzter Check. Diese Aktion D gefährdet dieses Bedürfnis C. Und der Strich gefährdet Bedürfnis B. Wenn das sich so logisch anhört, wenn diese Checks durchgehen, dann haben Sie eine Wolke. Dann haben Sie erfolgreich das Problem dargestellt. So, leider muss ich weiter, zeitmäßig. Furchtbar, ne? Gleich kommen wir zurück zu dieser Wolke. Aber erstmal möchte ich beschreiben, wie man die anderen zwei Wolken beschreibt. Das ist dieses Day-to-Day-Konflikt. Ja, das ist ein Interessenkonflikt in der Organisation. Ich hatte schon erwähnt, zum Beispiel Sales und Produktion. Ne? Sales kommt und sagt, ich möchte, dass ihr diesen Auftrag so schnell wie möglich beendet. Und dann sagt Produktion, nein, Moment, wir müssen diesen anderen Auftrag beenden. Und da gibt es immer dieses Clash. Ne? Und dann kommen die und sagen, nein, der Kunde braucht das, er hat Not und ist ein sehr guter Kunde. Wir können nicht sagen, ja, jetzt warten Sie, Sie sind denn da, Sie müssen jetzt warten, bis wir fertig sind. Und dann sagt Produktion, ja, aber wenn ich jetzt damit aufhöre und das andere mache, dann meine Effizienten gehen runter. So, da sehen Sie schon, es ist eine ganz klare Cloud, Wolke. Ja? Das Unternehmen möchte gute Kunden oder happy, frohe Kunden haben. Da muss das Unternehmen effizient sein und dafür muss Auftrag 1 beendet werden, erstmal. Aber um frohe Kunden zu haben, muss ich die Not meines besten Kunden befriedigen oder wer weiß. Und da muss ich auf Auftrag 2 mich fokussieren. Und das ist ein Konflikt. Was will ich? Was wollen die anderen? Dann gehe ich zu meinem Bedürfnis und danach zu dem Bedürfnis des anderen. Und natürlich wieder, was ist unser gemeinsames Ziel? Warum sind wir damit beschäftigt, eine passende Lösung für beide Seiten zu finden? Das ist immer sehr, sehr, sehr interessant bei den Clouds, bei den Wolken. Wir sind immer in einem Konflikt, weil wir immer ein gemeinsames Ziel haben. Sonst würden wir keinen Konflikt haben. Und zuletzt, ich werde hier gar nicht tief reingehen, das ist sehr zeitaufwendig und es ist auch nicht möglich, aber das Wichtige für mich, dass Sie sehen, dass es wieder andersrum geht. Ich fange mit dem unerwünschten Effekt an. Dieses unerwünschte Effekt gefährdet was? Ein Bedürfnis. Warum ist diese UDE unerwünscht? Welches wichtige Bedürfnis wird dadurch gefährdet? Was tust du, um das Bedürfnis B zu erreichen? Dann erstelle ich den anderen Bedürfnis. Welches andere wichtige Bedürfnis verhindert, dass du immer nach D handelst? Wie Sie sehen, da benutze ich schon diese Idee, das hier gefährdet etwas. Und dieses Etwas schreibe ich hier dann rein. Und dann kann ich den Konflikt ganz klar darstellen. Was tust du, um das Bedürfnis C zu befriedigen? Und da haben wir wieder dieses Konflikt. Ja. Das machen wir mehrmals, also gemeinsame Ziel vom DOC. Das wird mehrmals gemacht, verschiedene unerwünschte Effekte. Und dann wird das alles konsolidiert in einer Cloud und einer Wolke. Und dann geht das weiter. Naja, hier ist es nicht so ganz wichtig, dass ich da... Nur zur Zusammenfassung. Es gibt diese vier Typen von Wolken. Und jede Wolke hat dann eine andere Art und Weise, wie man die baut. Logischerweise werden die gleich kommuniziert. Nicht so, wie die gebaut werden, sondern so, wie Elias beschrieben hat. Wir fangen immer mit dem Ziel an. Das ändert nichts. Und die Annahmen, das hat schon im Video ganz klar gestellt. Bei Fokussieren auf die Erfüllung der Bedürfnisse B und C finden wir eine Induktion. Das hattet ihr auch schon erwähnt. Ne? Und die Basis der ganzen Sache sind ja die Annahmen. Das ist das zentrale Element der Wolke.
Annahmen sind Sachverhalte, Beobachtungen, Glaubenssätze, Erwartungen, Interpretationen, Weltanschauungen, Voraussetzungen, Erfahrungen, Konzepte, Prinzipien, Daten, Allgemeinwissen und andere Elemente des Denkens. Annahmen ist, da hat man ganz schön viel, von was man ziehen kann, mit denen wir unsere Argumentation hinter einer logischen Verbindung unterstützen. Und das ist das Wichtigste. Alles, was wir schreiben als Annahme, muss die Argumentation hinter einer logischen Verbindung unterstützen. Kann dann alles als Annahme qualifiziert werden? Nein. Nur wenn sie die logische Verbindung zwischen zwei Entitäten aufrecht hält. Und darum sage ich anders, ist es vermutlich eine relevante und vermutlich richtige Aussage über die Situation. Es ist nur ein anderes Element der Situation. Und darum, um sicherzustellen, dass es eine richtige, dass eine Annahme diese Argumentation hier verstärkt, sagen wir um, zu, muss, weil, und das sind die Annahmen. Und wenn das logisch nicht passt, dann sind das keine Annahmen. Es ist ganz einfach, diesen Prozess zu folgen. Ja, ich würde ganz gerne, dass Sie das mit Ihrer Wolke machen, aber ich glaube zeitlich, bis um wie viel Uhr haben wir? Okay, dann haben Sie ein bisschen Zeit. Machen wir das. Versuchen Sie das. Annahmen basieren sich auf Erwartungen anderer. Man erwartet von mir. Es können auch Kennzahlen sein. Verantwortlich, ich habe keine andere Wahl, aber Verantwortlichkeit, aber Autorität, ich habe das Recht. Eine generelle Arbeitsweise oder Arbeitsanweisung in diesem Umfeld. So, ich bitte Ihnen, dass Sie diese Annahmen in Ihrer Wolke jetzt finden. Versuchen Sie es. Vergessen Sie nicht. Um meine Familie, dass meine Familie Schnee genießen kann, müssen wir, muss ich Skilaufen gehen, weil was sagen Sie, warum? Weil meine Familie Schnee liebt. Weil meine Familie Schnee liebt. Ist das eine Annahme hier? Warum nicht? Es ist eine Annahme hinter das hier. Meine Familie kann Schnee genießen, weil meine Familie Schnee liebt. Aber das hält nicht, warum ich Skilaufen muss. Ich könnte auch rodeln oder ich könnte auch draußen spazieren gehen. Warum sage ich, dass die einzige Art und Weise, das zu genießen, ist beim Skifahren? Skifahren Spaß macht. Weil Skifahren im Schnee Spaß macht. Und man könnte sagen, ja, du kannst auch Ski im Wasser fahren. Aber Skilaufen im Schnee Spaß macht. Und darum sage ich, Schnee zu genießen. Es gibt auch eine Annahme dahinter, Ski und Strand. Warum kann ich nicht beides haben? Es gibt keinen Strand mit Schnee. Aber Wasserski kann man machen. Ja, aber das ist keine Annahme hier hinter. Machen Sie es auf Ihre Wolke, bitte. Sonst werden Sie es nie wirklich. Ja. Die Annahme ist Ski und Streifen. In vielen Fällen, das Einfachste ist, wenn man zu der Verbindung geht, wo man sich
wirklich nicht wohlfühlt. Und da bringt man dann die Annahmen raus. Jede Verbindung hat Annahmen. Das ist eine logische Argumentation und die basiert sich auf Annahmen. Eigentlich alles, was wir machen, ist unter Annahmen, oder? Hast du schon eine Idee, wie man das auflösen kann? Nein? Mal sehen, auflösen. Die Wolke auflösen. Um das Problem zu beseitigen, müssen wir den Grund, die Ursache für den Konflikt beseitigen. Und welches ist denn die Ursache des Konflikts? Die basiert sich auf die Validität, Stichhaltigkeit der Annahme. Etwas Neues, anderes in die Realität einzubringen, könnte einige Annahmen entkräften. Diese Veränderung nennt sich Lösungssatz, Injektion. Etwas, was ich reinbringe zu dieser Realität und eine von den Annahmen, nur eine ist genug. Nicht mehr als valid. Heißt das Wort? Gültig. Gültig macht. Eine gute Injektion, die die Wolke bricht, muss die Bedürfnisse B und C erfüllen. So, hier ist das Kriterium. Ich habe jetzt eine Idee und jetzt kann ich nachchecken. Bekomme ich B und C gleichzeitig mit dieser Injektion? Mag D und D Strich beseitigen. Also es kann sein, dass ich mit dieser Injektion die beiden nicht mehr habe, brauche, um die beiden Bedürfnisse zu erfüllen. Mag D oder D' beseitigen, eins von den beiden. Das heißt, die Alternative gefährdet nicht mehr das Bedürfnis. Wir finden Injektionen durch Infreistellen jeder Annahme, die hinter der logischen Verbindung der Wolke zum Vorschein kommt. Fragen Sie sich selbst, ist das wirklich so? Ist es wirklich, dass es am Strand keinen Schnee gibt? Immer? In allen Situationen? In jeder Umgebung? Gibt es eine andere Situation außer der gerade zu analysierende, in der das nicht wahr ist? Was meinen Sie hier in diesem Beispiel? Grönland. Grönland. Ja, aber die Annahme hier, also ich habe es hier nicht vollständig aufgeschrieben, aber es ist Strand, natürlich, wo es, das hat mit der Wärme zu tun, ne? Also das ist das Wichtigste. Hotel mit Sauna. Ein Hotel mit Sauna. Indoor Park. Wo? Ein Hotel mit Sauna. Indoor Park. Ein Hotel im Sauna. Mit Sauna. Mit dabei. Indoor Park. Gut? Ja. In Dubai geht beides. Dubai? Dubai. So schön. Ups. Dubai.
familiär, da gibt es beides. Da sind wir zusammen und wir entscheiden, ne? Wir gehen jetzt Ski in eine Mall, wunderschön, ja, im Kühlschrank, riesen Kühlschrank, oder wir sind auch gleichzeitig am Strand. Etwas hat sich verändert in der Realität und ich kann plötzlich beides haben. Oder wir suchen ein Hotel, wo es wirklich sehr schön warm ist, drin, wo ich alles da habe, was ich gehe weg von der Kälte und trotzdem können wir. Ne? Das ist sehr schön. Also am Ende ist es nicht so schwierig. Ne? Es ist nur, wir müssen uns die Mühe geben, das alles aufzuschreiben und dann wirklich hier diese Alternativen zu denken. Und diese sind ganz gute Richtlinien. Ne? Ist das wirklich so, wenn man diese drei hat? Diese dritte ist extrem stark. Kann ich mir vorstellen, etwas, wo ich noch nicht da war, wo diese Problematik nicht so erscheint. Und das gibt mir Referenzen und sagt, ach, diese Annahme ist wirklich nicht so, wenn ich dies oder jenes mache. Nur ganz schnell, typische Fehler beim Aufdecken der Annahme. Das häufigste Fehler ist rückwärts wiederholende Aussage. Wenn die Ausführung nach dem Weil nur eine rückwärts wiederholte Ausführung ist. Um weg von der Kälte zu gehen, muss ich zum Strand, weil im Strand, wenn ich zum Strand gehe, bin ich weg von der Kälte. Das ist eine Wiederholung, ja, von der Logik. Das ist keine Annahme, nur eine Wiederholung. Sehr häufig. Typischer Fehler Nummer 2. Das ist der einzige Weg. Das ist eine Variante. Ne? Um weg von der Kälte muss ich zum Strand, weil nur im Strand. Es geht nicht anders. Keine Annahme. Es führt gar nicht zu der Argumentation. Dritter typischer Fehler. Entitätannahme. Das hatten wir ja schon vorher gehabt. Ich erkläre nicht, warum ich das hier sage, sondern ich erkläre, warum dieses hier existiert. Um weg von der Kälte zu kommen, muss ich zum Strand, weil ich die Kälte nicht mag. Was hat das mit dem Strand zu tun? Ich erkläre, warum dieses existiert, aber nicht, warum ich sowas sage. Typischer Fehler Nummer 4. Um was zu erreichen? Die Annahme wird als Antwort auf folgende Fragen formuliert. Wofür brauchen wir die Entität an der Pfeilspitze? Und was wollen wir mit der Entität an der Pfeilspitze erreichen? Nochmal, das ist so eine Art wie der Punkt Nummer 3. Und typischer Fehler Nummer 5, irrelevante Annahme. Die Feststellung, die als Annahme definiert ist, ist grundsätzlich richtig, passt zur Situation und erklärt dennoch nicht die logische Verbindung. Ja, ist gut möglich, ja, das existiert auch. Ich möchte weg von der, um weg von der Kälte zu kommen, muss ich zum Strand, weil meine Familie mit mir sein möchte. Ja, die Familie möchte mit mir sein, aber das hat nichts damit zu tun. Es hat vielleicht mit der ganzen Wolke zu tun, aber nicht für diese hier. Es ist ganz gut möglich, dass es woanders, dass diese Annahme woanders steckt. Ich habe es geschafft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen bitte. Ja. Beschäftigt immer noch, dass diese Wolken traditionell so rechts nach links geschrieben werden. Und ich frage mich, gibt es dafür einen logischen Grund oder ist das einfach historisch? Die Antwort dafür ist, ich weiß nicht, ob es traditionell ist oder ob es so durchgekommen ist. Ich habe mal gehört, Eli war Linkshänder.
und er war Israeli. Ja, und jemand hat gesagt, ja, weil er hebräisch ist. Und hebräisch ist von rechts nach links. Nein, hat nichts damit zu tun. Es hat immer schon gesagt. Also erstmal schreibt man nicht von links nach rechts. So fängt es an. Ne? Ob Konflikt auf der linken Seite sein könnte und das Ziel auf der rechten, ja, es ist ganz egal. Jetzt sehen wir mehr und mehr, dass die Wolken auch von unten nach oben geschrieben werden. Na, das ist eigentlich wirklich egal. So, wie in welcher Direktion. Also das würde heißen, das ist Konvention. Das ist Mordkund, ja. Danke. Irgendeine andere Frage? Ja. Anmerkung machen, also ich auch nicht viel ausgeht. Microsoft hat sich mit der Wolken beschäftigt, klar, aber es ist mir nie so klar geworden, dass ich eine unterschiedliche Lösungsrichtung brauche, um mit den Wolken umzugehen. Das erleichtert mir das jetzt auch wohl sehr, sehr, sehr stark. Freut mich. Das war auch die Idee. Ich hoffe, dass es auch so ist. Ja. Ich glaube, es gibt in der, auch wenn wir Architektur-C-Leute es wissen und wir es auch vielleicht viel sagen, aber die Wolke ist eins von den wichtigsten Elementen und ohne die Wolke können wir Architektur-C gar nicht konzeptieren. Also Architektur-C ist, die Ursache steckt da dahinter. Ne? Also die Wolke, von allen Denkprozessen ist die Wolke das einzige Werkzeug, was auf Lösungen bringt. Alle anderen sind dafür, um Verständlichkeit und Sufficiency, wie heißt das denn nochmal auf Deutsch? Vollständigkeit zu kommen. Aber das Werkzeug, was uns Lösungen und neue Ideen und Innovationen bringt, ist die Wolke. Und mehr sehen wir, dass in der Außenwelt TOC als Rezept benutzt wird, mehr als ein wirkliches Prozess dahinter, was uns erlaubt, die Welt sehr anders zu sehen und zu gestalten. Und darum finde ich, das ist ein tolles Thema. Vielen Dank. Genau.